Ich hab's mir auf meinem Weihnachtssessel hier gemütlich gemacht und ihr merkt schon an meiner Stimme, ich bin eigentlich ziemlich erkältet und zwinge mich jetzt gerade ein bisschen, das hier mit viel Elan durchzuführen, weil ich tatsächlich auch echt krank bin. Aber es geht um ein wichtiges Thema und ich will mal sehen, was Kollege Daniel Schräder jetzt dazu zu sagen hat. Ist Amazons unaufhaltbarer Weg nach oben vorbei? Ja, ist er. Jahrelang gab es für Amazon nur eine einzige Richtung und zwar hoch nach oben, immer mehr in immer mehr Bereichen. In welchen Bereichen denn? So viele waren es nicht. Es gab Videoversand, also eine ganz klassische E-Commerce, da haben sie sich ausgebreitet, vertikal also. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass es so viele Bereiche waren. Prime, okay, aber das ist ja alles angestammtes Geschäft. Neue Bereiche, da wagt man sich jetzt erst rein. Das heißt nicht, dass Amazon abkackt. Das heißt nur, dass Amazons Wachstum erheblich langsamer werden wird. Warum? Das war ja nicht die Frage, Herr Schräder. Natürlich wird's langsamer. Wenn man wo soll's denn zum Himmel wachsen? Da müsste man ja neue Felder erschließen. Aber das war nicht die Frage. Und jetzt bin ich, also kackt Amazon ab, um es zur Erinnerung zu sagen, das hast du am Anfang gesagt. Du hast gesagt, ja. Am liebsten würde ich es nochmal zurückspulen. Stefan, vielleicht kannst du das machen. Und dabei musst du auch bleiben, bitteschön. Du kannst es nicht sagen, jetzt ist das Wachstum langsamer. Das ist nicht die Frage gewesen. Weil Amazons Strategie ist, Marktführer zu werden, um jeden Preis, in jedem Segment. Hat geklappt bei... Ist es so? Online-Buchhandel, hat später geklappt bei Online-Alles-Kaufen, hat geklappt bei E-Books, hat so ein bisschen geklappt bei Streaming-Video, Tablets und solchen Sachen. Ist jetzt bei Smartphones mit dem Firephone ziemlich krass in die Hose gegangen und auch an anderen Punkten. Und es wird halt einfach... Bei welchen anderen Punkten denn noch? Ehrlich gesagt, fallen mir da nicht so viele ein. Also hier in Deutschland, okay... der Verleihservice bzw. Streaming-Service, der hat nicht so ganz gefruchtet. Aber ansonsten wüsste ich, in Amerika läuft das Ding wie geschnitten Brot. Immer schwerer. Man kann super einfach Buchhändler, die überall auf der Welt verstreut sind und aus 2-3 Leuten bestehen, gegen die Wand drücken und platt machen. Aber wenn man jetzt... Sorry, so ein Bullshit. Wie kann man denn die denn einfach an die Wand drücken? Damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ist Amazon hier in Deutschland, da ist BOL, also Bertelsmann, die Riesen, die die absoluten Marktmacht hatten, sind hier gestartet und hatten vorher letztlich schon... Ja, wie soll ich sagen, eigentlich das Zepter in der Hand. Die haben es aus der Hand gegeben, weil Amazon wirklich immer eins gesagt hat, wir wollen den besten Service machen. Und ehrlich gesagt empfinde ich das auch so. Wenn ich irgendein Problem mit Amazon hatte, ich kaufe da liebend gerne einen. Ja, und da wird nicht rumgeschissen, da funktioniert einfach alles. Das ist überhaupt nicht einfach gewesen, die Online-Buchhändler, die ganzen Buchhändler der Welt an den Rand zu drücken. Es war einfach wahnsinnig viel Arbeit. Sich anlegt und gegen Google, gegen Microsoft, gegen Apple schießt. Das wird sauschwer, das ist nicht einfach und ich glaube nicht, dass es Amazon schafft, in den Bereichen, wo die jetzt hinwollen, zum Beispiel in Smartphones, auch mit viel Geld, kann man kaum eine Marktführerschaft erlangen. Guckt euch Microsoft an, die stecken wahrscheinlich Milliarden in Windows Phone und ja, es geht voran, aber so richtig krass voran geht es auch nicht. Deswegen, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Amazon an vielen Stellen, ich will gar nicht sagen, dass Firephone ein Erfolg wird, aber Amazon ist an vielen Stellen schlauer als Microsoft. Sie hören dem Kunden zu, sie analysieren und optimieren dann. Das hat man immer gesehen. Und das wird, glaube ich, beim Firephone ebenfalls ebenfalls passieren. Und dann wollen wir mal sehen. Time will tell. Ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr schon soweit sein wird, vielleicht auch nicht übernächstes Jahr, aber wer weiß, in 3 Jahren vielleicht. Und auch wenn sie im Smartphone-Bereich total versagen, ist es auch nicht schlimm. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass es mehrere Unternehmen gibt, die gerade versuchen, sich gegenseitig anzugreifen. Kann für uns Verbraucher nur gut sein, wenn es dann nicht nur einen Google gibt, sondern vielleicht auch noch ein Amazon, der stark ist oder Facebook auch mal Google angreift oder wie auch immer. Dann entsteht mal wieder eine Innovation. Es gibt vor allem Platz, wenn da Lücken entstehen, für kleinere Unternehmen, die ebenfalls wieder stark werden können. Vielleicht kommen die auch mal aus Europa zur Abwechslung. Ich kann da nichts Schlimmes dran erkennen und ich sehe auch, selbst wenn es jetzt mal ein bisschen flach wird, die Kurve,
zwei Jahre kackt es eben nicht ab. Oder wie auch immer. Ne? Es geht wieder aufwärts irgendwann. Ich weiß, ich überziehe mega. Ich habe auch überzogen, leider, sorry. Aber da gibt es dann einfach wahnsinnig viel dazu zu sagen. So, beim Online-Shopping hingegen, da wird es weiter bergauf gehen. Da bin ich mir sicher, da kommen einige ziemlich coole Sachen. Aber so ganz allgemein wird sich Amazon darauf einstellen müssen, dass diese permanente Wachstumsstrategie einfach auf die Dauer nicht haltbar sein wird. So, Fabi, jetzt, während ich Weihnachtsgeschenk... Das ist doch schon wieder was anderes, die permanente Wachstumsstrategie. Was ist denn Wachstum für dich? Da müssen wir doch schon mal ansetzen. Ist es Umsatz, Gewinn? Sind es neue Produkte? Keine Ahnung. Ich glaube, dass Amazon versuchen will, rundum Erlebnis für den Kunden zu schaffen. Das werden sie definitiv nicht überall hinkriegen. Aber sie greifen damit natürlich angestammtes Geschäft von Apple zum Beispiel an oder von Google, und das kann doch eigentlich erstmal nur gut sein, dass man zumindest mehr Auswahl hat, weil aktuell haben wir genau zwei Sachen zur Auswahl. Android oder letztlich iOS. Und natürlich gibt's eigentlich Windows Phone noch, aber das ist ein anderes Thema. Okay, bei Amazon einkaufe, kannst du mich dafür platt machen, wie krass ich überzogen habe, und versuchen, Argumente zu bringen, die richtiger sind und besser als meine, was dir hoffentlich nicht gelingen wird. In diesem Sinne, gutes Weihnachtsshopping. Den Rest lasse ich einfach mal so stehen. Ich versuche es zu überhören. Wie auch immer, ich kenne den Laden. Ich habe da viel mit zu tun mit denen gehabt in Seattle und was weiß ich noch. Schöne Grüße dahin. Ich bin von daher nicht voreingenommen, aber zumindest weiß ich ein wenig, wie sie arbeiten und ticken, und das ist teilweise wirklich sehr beeindruckend. Ach ja, wir haben ja noch vergessen. Klar, Amazon, der große Cloud-Service, was die alles geschaffen haben an vielen Stellen. Und warum sollten sie es da nicht auch schaffen? Ich find's gut, da kommen neue, coole Produkte. Die Leute lieben es dann, und es gibt vor allem dann Nachahmer, die es noch besser machen wollen, und das hilft. So, in diesem Sinne, ich glaube, ich muss jetzt einen Tee kochen und gar nichts anderes machen. Kein Online-Shopping, nix. Wir haben so hart überzogen. Sorry dafür. Hoffentlich habt ihr es trotzdem angeguckt. Schönes Wochenende. Alle, die jetzt an Weihnachten ihre Weihnachtsgeschenke bei Amazon kaufen werden oder in Zukunft weiterhin bei Amazon shoppen werden, mögen jetzt mal bitte die Hand heben. Und ich schwöre euch, fast jeder, der jetzt auch mal ehrlich zu sich selbst ist, hat die Hand jetzt oben. Und ich bin mir sicher, dass, wenn man jetzt mal wirklich mal nachgucken würde, jeder schon mal, der im Internet tätig ist oder letztlich mal E-Commerce ausprobiert hat, bei Amazon gekauft hat. Das heißt also, Amazon hat die Kunden, und das macht Amazon so unfassbar stark. In einem Bereich, den Amazon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, dominiert und schon vor vielen, vielen Jahren den Grundstein dafür gelegt hat. Und auch nur schwer angreifbar. Was Amazon die letzten Jahre getan hat, war letztlich optimieren. Das heißt, ihre Webseite ständig verbessern, nach vorne treiben, neue Partnerschaften finden, ihren E-Commerce ausbauen, Prozesse optimieren und so weiter und so fort. Und jetzt kommt das Experimentieren, die experimentelle Phase. Das heißt also, in die Breite gehen, neue Dinge bringen, und da gehören Fehltritte dazu. Das Fire Phone zum Beispiel ist ein Fehltritt gewesen, liegt wie Blei in den Regalen. Aber hey, war auch keine schlaue Idee, Amazon, letztlich in den neuen Markt einzutreten und zu versuchen, ein neues Betriebssystem zu etablieren und zu versuchen, das auch, was bei Tablets ja schon recht erfolgreich läuft, auch noch mit den eigenen Dingen zu kombinieren, also letztlich, dass man irgendwas kaufen kann bei euch. Das finden die Leute eigentlich nicht geil und können sie auch nicht geil finden. Zumindest nicht zu diesem Preis. Scheiße, ist meine Zeit abgelaufen, verdammt. Aber ich muss trotzdem weitererzählen. Wenn man jetzt aber mal Fire TV anguckt, das funktioniert recht wunderbar, wenn man mal so will. Das ist auch letztlich was Originäres von Amazon. Digitalen Content nehmen, wo man die ganzen Partnerschaften hat. Setzt aber auf ein Geschäftsmodell, wo schon vor Jahren diese Partnerschaften ausgebaut wurden und wo Amazon halt einfach schon den Fuß drin hat in der Tür. Die auf die Setup-Box bringen, und es verkauft sich wie geschnitten Brot, weil es auch noch günstig ist. Das Fire Phone war ja teuer und auch nicht so viel geiler als der Rest. Aber Jeff Bezos und sein Team können eines eben optimieren, und die werden da dranbleiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Jeff Bezos sagt aber auch, Verluste
scheiße, so wie das Fire Phone ist, so lange okay, wie man halt in anderen Bereichen wieder Vollgas gibt. Und das Ziel ist es, neue Bereiche zu erschließen und dort Marktführer zu werden. So, und genau das ist das Problem. Und natürlich hat Amazon an vielen Stellen auch gerade ein Imageproblem. Ich sage jetzt mal nur Streiks, ja, und Lohndumping und so weiter. Kämpft weiter, liebe Mitarbeiter bei Amazon. Bei vielen Stellen bin ich da ganz bei euch. Aber lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ansonsten ist Amazon ein ziemlich geiler Laden, würde ich mal meinen. Ja, die bringen einfach für mich als Kunden den besten Service im Online-Bereich, die größte Sicherheit. Und deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die Experimente an einigen Stellen aufgeben werden. Und wo nicht? Hey, what the fuck? Dann haben sie halt jetzt mal eine kleine Delle und geben gerade viel Geld aus, aber sie tun was. Viele ruhen sich ja einfach auf ihren Lorbeeren und gehen keine Innovation ein. Da ist Amazon anders. So, es tut mir leid, ich habe überzogen, aber es musste auch mal gesagt werden, denn in der Minute hat es nicht ausgereicht. Es tut mir leid, ich entschuldige mich. So, ich versuche jetzt noch schneller zu reden und außerdem werde ich jetzt versuchen, irgendwelche Weihnachtsgeschenke nicht bei Amazon einzukaufen, was mir nicht gelingen wird, weil es einfach am praktischsten ist. One-Click-Shopping macht's möglich und so weiter und so fort und morgen ist es da und das ist einfach geil. Warum sollte es also nicht weiter aufwärts gehen, wenn sie es schaffen, alten Scheiß, den sie jetzt ausprobiert haben, oder neuen Scheiß, den sie jetzt ausprobiert haben, zu geilen Scheiß zu machen? In diesem Sinne, schönen dritten Advent. Ja, du hast mit eigentlich allem recht, was du gesagt hast, aber das ist meiner Meinung nach nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist, dass Amazon ja teilweise Milliardenverluste einfährt, was von den Investoren so lange toleriert wird, wie Wachstum da ist. Aber ein solches Wachstum, wie Amazon in den vergangenen Jahren hingelegt hat, wird einfach nicht mehr möglich sein. Ja? Ihr alle habt wahrscheinlich die Hände gehoben, vielleicht nicht für alle Weihnachtsgeschenke, aber ich habe auch die Hand gehoben. Ja, ich kaufe auch Weihnachtsgeschenke bei Amazon und ja, ich kaufe auch Amazon-Produkte als Weihnachtsgeschenke. Also sowas wie ein Fire TV zum Beispiel, ja, ist ja auch eine feine Sache. Aber wo soll das Wachstum herkommen? Wenn ihr jetzt alle die Hand gehoben habt, wer soll denn dann zusätzlich noch die Hand heben? Gibt ja kaum jemanden, der es noch nicht tut. Das ist das Problem und das wird die größte Herausforderung für Amazon in der nächsten Zeit. Und Marktführer in Bereichen zu werden, wo die bisher noch nie waren, wird schwer. Trotzdem, alles Gute.